So, jetzt würde ich rübergehen in den Bereich, wo ich Ihnen ein paar Folien zeigen möchte. Und ich habe jetzt hier den Chat deaktiviert, meine Damen und Herren, aber dafür haben Sie die Möglichkeit, Fragen für die abschließende Fragerunde in diesen Fragepott, der ist hier, reinzutun. Und ich würde jetzt einmal kurz ein paar Folien durchgehen. Also lehnen Sie sich kurz mal für 20 Minuten vielleicht zurück. Ja, Webinare, also die Webform der Seminare oder Lecture Broadcast, im Prinzip das Übertragen einer Vorlesung über Adobe Connect und Trainings ist das Thema. Und ich starte mal mit dieser Folie, meine Damen und Herren. Sie kennen das vielleicht aus Ihrer Hochschule, eine Vorlesung mit 500 Personen, mit 400 Personen, mit 300 Personen. Oft ist es doch Frontalunterricht mit einer gewissen Rückfragemöglichkeit für die Studierenden. Trotzdem kommen die Studierenden, weil man sich ja auch dort sozialisiert, kennenlernt, seine Freunde trifft. Und leider ist in den heutigen Zeiten, es gab eine Zeit vor und nach Corona, das derzeit nicht mehr möglich. Es ist nicht erlaubt. Sie können das nicht machen. Sie können sich nicht mit 500, 400, 300, 200 oder 50 Personen treffen. Auch das Seminar mit 30 Personen, wo Sie interaktiv Vortrag, Diskussion machen können, Referate machen können. Leider auch das nicht mehr möglich. Studierende dürfen üblicherweise die Hochschule nicht mehr betreten. Wir bei Trainings Online haben viele Hochschulen und Akademien als Kunden und es ist bei einer Hochschule nach der anderen, dass es im Prinzip wie eine Ausgangssperre gehandhabt wird und eventuell noch eine Person pro Department in der Hochschule verbleibt. Ja? Und dann haben wir die Lehrbeauftragten, die zum Teil innovativ digital unterwegs sind, die dann sagen, alles kein Problem. Da freue ich mich. Jetzt kann ich endlich mal mein Material verteilen über Dropbox, Videokonferenz, klappt doch prima mit Skype oder Zoom und diskutiert wird in meiner Facebook-Gruppe. Und da muss man sagen, stopp, meine Damen und Herren. Das darf nicht sein. Ja? Denn auch in Zeiten von Corona gibt es immer noch eine Datenschutzgrundverordnung. Wir hatten neulich eine Hochschule, wo über Facebook kommuniziert wurde, ein Student, der kein Facebook machen möchte, hat sich zu Recht beim Landesdatenschutzbeauftragten beschwert, soweit ich weiß sogar anonym beschwert, und daraufhin wurde die Hochschule überprüft und abgemahnt. Ja? Sie haben keine Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung, wenn Sie mit Skype oder Facebook oder Dropbox üblicherweise arbeiten. Das sind amerikanische Systeme. Und auch aus Dozentensicht muss man sagen, vielleicht können Sie das gut und vielleicht ist es für Sie optimal, aber denken Sie mal an die Studierenden, die mal über Dropbox, mal über Trainings, mal über Skype, mal über Zoom, mal über Adobe Connect, mal über Facebook kommunizieren sollen, die brauchen eine einheitliche Lösung und keinen Flickenteppich. Ja, deshalb, wenn Sie das austauschen und sagen, ich verteile mein Material über Trainings, Videokonferenz klappt prima mit Adobe Connect und diskutiert wird im Trainingsforum, dann haben Sie keinen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Wir haben eine Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung und wir haben eine einheitliche und vor allen Dingen bewährte Lösung. Also ein System integriert Akteure und Funktionen. Das ist hier einer unserer Leitsprüche. Und die Basis, das führende System, ist ja bei Ihnen auch bereits Trainings als Campus-Management-System. Rechts sehen Sie ein Buch, was einer unserer Mitarbeiter vor einiger Zeit geschrieben hat. Webinare erfolgreich gestalten. Wir sind ja bei Trainings Online auch Adobe Connect Kompetenz Center Network Partner und dann halt Adobe Connect als bewährtes Seminarsystem in Kombination. Wir haben dazu einiges geschrieben. Sie finden FAQs, Frequently Asked Questions. Sie finden YouTube-Demonstrationen unter dem Weblink, den ich Ihnen auch nachher nochmal zeige, bei uns im Wiki. Da werden wir auch immer aktuell berichten über zusätzliche Dinge, die man machen kann oder Dinge, die insbesondere auch Trainings betreffen in Kombination mit Adobe Connect. Also da ist auch einiges derzeit in Planung und wird auch noch programmiert.
Damit Sie mir auch glauben, dass wir da Erfahrung haben. Hier ist eine Hochschule, von der Sie vielleicht mal gehört haben, die Fachhochschule des Mittelstands, privat, staatlich, so wie Sie, hat ungefähr 5000 Studierende an neuen Standorten in Vollzeit, Teilzeit, Fernstudium. Die haben relativ früh angefangen in 2003, sind in 2007 auf Adobe Connect umgestiegen, haben dann anschließend viele Erfahrungen damit gemacht, haben 2018 das Ganze ausgebaut und worauf ich hinaus will, seit März 2020 sind alle Studiengänge in allen Standorten mit allen Dozenten nur noch über Trainings und Adobe Connect realisiert. Es gibt keine Präsenzveranstaltung mehr und die Rektorin sagt, keine Vorlesungsstunde fällt aus, nur weil Corona in Deutschland grassiert. Ja, und ich möchte Sie da ein bisschen beruhigen, das macht wirklich Spaß auch. Ja, es gibt keine Alternative. Sie werden nach und nach sicherlich Gefallen daran finden, Präsenzlehre im virtuellen Raum zu machen. Ja, ich sage extra nicht E-Learning, sondern ich sage Präsenzlehre im virtuellen Raum, weil doch einiges ähnlich ist zu einem Seminar oder einer Vorlesung. Nämlich zuerst mal, man trifft sich. Ja, der Dozent und die Studierenden treffen sich. Die Studierenden treffen sich auch untereinander und haben üblicherweise einen Chat, können auch sich melden, das machen wir gleich mal, können eine Frage stellen über ihr Mikrofon. Man kann auch die Kamera von dem Studierenden anschalten. Zu einer festgelegten Zeit. Das heißt beispielsweise um 18 Uhr oder um 14 Uhr. Und man ist aber räumlich verteilt. Die Studierenden sitzen, wo sie wollen, meinetwegen auch in USA oder Kenia. Und auch der Dozent kann natürlich sitzen, wo er will. Und ich kenne Dozenten, die am Anfang ja mal gesagt haben, oh, ich war lieber zur Hochschule und mache das von meinem Büro aus. Aber irgendwann waren sie dann auch so weit, dass sie gesagt haben, ich kann das doch auch von zu Hause machen, von meinem Homeoffice aus. Ich brauche im Prinzip eine einigermaßen stabile Leitung, ein Headset und dann kann ich das auch von zu Hause aus machen. Oder von einem Hotel, wenn es denn dann dort auch eine Internetanbindung gibt, die für einen Dozenten dann auch gut geeignet ist. Ja, wenn Sie nur den Ton übertragen und die Folien, so wie ich jetzt, dann brauchen Sie auch nicht viel Bandbreite. Da reicht ein normaler DSL-Anschluss. Ich will hier aber nicht Sie mit technischen Zahlen belasten und sage immer nur, davon, wo Sie aus die Vorlesung machen wollen, da sollten Sie einmal diesen Test durchführen, den wir immer anbieten, bevor Sie den Raum betreten. Da wird nämlich geschaut, auch ob die Verbindung ausreicht und ob Sie nicht irgendwie hinter einer Firewall sitzen, die das Ganze vielleicht blockiert. Ja, das heißt also, diesen Test einmal durchführen und dann kriegen Sie vermutlich dort Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch und dann heißt es, okay, da kann man die Vorlesung machen. Ja, der Dozent hat üblicherweise eine Kamera und ein Headset. Ja, Sie sehen hier, ich habe das Headset unten auf. Einfach deshalb, damit die Tonqualität gut ist und es keine Rückkopplungen gibt. Ja, gestern hatten wir auch wieder ganz viele Rückkopplungen. Das ist ja klar, man hat im Moment, man ist das noch nicht gewohnt und viele Lehrende benutzen das eingebaute Laptop-Mikrofon und davon ist wirklich abzuraten. Auch für Studierende ist eigentlich davon abzuraten. Aber da die sich vielleicht dann eher, wenn die sich seltener melden, kann man das ausnahmsweise mal machen. Aber der Ton vom Dozenten sollte wirklich gut über das Adobe Connect bei Ihnen ankommen. Ich persönlich habe mir hier sogar so ein Konferenzmikrofon geleistet, weil ich im Prinzip morgens und abends immer wieder solche Dinge hier mache. So. Fragen, bitte, wie gesagt, in diesen Pott für die Fragerunde. Der befindet sich hier links. Hier ein Bild von gestern, viele, viele kleine Webcams. Das gibt nur begrenzt Sinn, die werden auch immer kleiner und irgendwann können Sie auch nicht mehr erkennen, wer da wirklich drauf abgebildet ist. Einstiegsdidaktik, der Dozent erläutert, die Folien zeigt Anwendungen, fragt im Chat. Ja. Dann, aber wenn Sie da sicher sind und sagen, naja, das ist mir jetzt, das kann ich will mehr, ja, dann, aber nicht vorher, dann gehen Sie über zur Profididaktik. Das heißt, Sie können Gruppenarbeiten machen in Seminaren. Sie können schnell mal eine Umfrage erstellen. Sie können natürlich die Studierenden präsentieren lassen. Meine Damen und Herren, ich finde, das ist in heutigen Zeiten, und das war auch schon vor Corona,
eine Medienkompetenz, die wichtig ist, dass Studierende lernen, in solchen virtuellen Teams zu arbeiten, virtuelle Räume zu benutzen und dort auch zu präsentieren und zu kommunizieren. Und es ist halt kein E-Learning im engeren Sinn, weil sie nichts produzieren für eine ihnen unbekannte Zielgruppe, die sie nie treffen, sondern sie sind ja zusammen mit denen im virtuellen Raum. Früher haben wir immer gesagt, na, das ist nicht für jeden Dozenten passend. Heutzutage gibt es kaum noch Alternativen. Früher haben wir gesagt, es ist nicht für jeden Studierenden passend. Aber für die meisten. Es ist vermutlich auch nicht für jedes Thema passend. Stabile Seitenlage müssen Sie praktisch eigentlich machen. Oder zu lernen, wie man als Zahnarzt einen Zahn richtig bohrt, müssen Sie vermutlich auch praktisch machen. Aber es gibt sehr, sehr viele Dinge, die man halt auch im virtuellen Raum durchführen kann. Alle Theorieveranstaltungen, alles, was mit Referaten zu tun hat, üblicherweise. Aber wir haben auch Kunden, zum Beispiel, die logopädische Unterrichte durchführen mit Kameras, die sie sich dafür beschafft haben. Also es fällt das ein oder andere weg, meine Damen und Herren. Gestik, Mimik, eine gewisse Spontanität. Aber es kommt auch eine Menge dazu. Und sehen Sie auch bitte ruhig die Chancen und nicht nur die Risiken. Okay, vielleicht habe ich Sie ein bisschen neugierig gemacht. Gestern war auch eine Frage, wie läuft das jetzt ab? So ein Seminar, also unter Seminar verstehe ich, sagen wir mal, 20, 30, 40 Personen oder eine Vorlesung bis 500 Personen. Die virtuellen Räume, die Sie bekommen, sind standardmäßig erstmal für 100 Personen ausgelegt. Sie bekommen jeder, soweit mir bekannt, einen eigenen Raum. Ja, das ist wirklich ein Luxus auch. Stellen Sie sich vor, an der Universität hätten Sie tatsächlich einen eigenen Raum, der nur für Sie ist. Den können Sie sich einrichten, wie Sie möchten. Und wenn Sie eine Vorlesung machen mit mehr als 100 Personen, dann bekommen Sie einen speziellen Raum, der halt für diese größeren Mengen an Studierenden gedacht ist. Vor dem Unterrichtstermin. Der Termin steht im Trainings. Das ist vielleicht ganz wichtig, zeige ich vielleicht auch noch. Sie brauchen keine zusätzlichen Links herumschicken und Sie brauchen auch keine Logins und Passwörter oder irgendetwas, sondern es ist wirklich ein Klick im Trainings und Sie kommen genau in den richtigen Raum und auch die Studierenden haben diesen Klick im Trainings und kommen genau in diesen richtigen Raum. Ja? Und zwar können Sie das 3 Tage vorher, vielleicht auch 4 Tage vorher in den Raum rein und den schon mal vorbereiten, eine Folie hochladen. Ja, haben wir hier PowerPoint, PDF beispielsweise. Sie sollten die Technik prüfen. Sie machen einen Audiotest mit Ihrem Headset. Ja, der Audiotest ist hier sehr schön im Adobe Connect. Da hören Sie selber sich nämlich in dem Test, so wie später die Studierenden Sie hören werden. Ja, wenn Sie ein schlechtes Mikrofon haben, merken Sie auch, dass es schlecht ist. Und wenn Sie ein gutes Mikrofon haben, merken Sie, dass es gut ist. Und natürlich, vieles ist einfach ähnlich zu einem normalen Unterricht. Sie sollten den Unterrichtsverlauf vorher planen. Hier ist es vielleicht noch ein bisschen wichtiger, den wirklich zu planen, weil Sie halt schon als Dozent immer auch einen Blick haben müssen ja auf die Technik und deshalb ist es immer eine sichere Bank, wenn man wenigstens den Unterrichtsverlauf schon mal soweit vorgeplant hat, vielleicht auch mit geplanten spontanen Phasen. Am Unterrichtstag selber wird der Raum über das Training betreten und dann hält der Dozent den Unterricht und interagiert mit den Studierenden. Und dazu hier ein Beispiel. Ja. Wie gesagt, Verplanung wie bei einem normalen Raum. Sie sehen hier natürlich das Trainings. Alle Beteiligten, ich wiederhole mich hier, des Unterrichtes bekommen Zugriff am Unterrichtstag und Sie sehen hier ja den Stundenplan, ja, in der Wochenansicht. Und zwar gehen Sie normalerweise vermutlich über Privat und dann Einsatzplan oder Sie gehen über die Startseite auf nächster Termin oder über Privat-Lehrübersicht. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Am Ende landen Sie aber immer hier in der Wochenansicht. Und hier habe ich einen Termin am Montag, 3. Juli, im Raum 220. So, und wenn man da auf den Raum klickt, kommt man halt in einem Pop-up auf eine Seite, in der der Raum üblicherweise schon mal als Foto gezeigt wird. Dann hat man schon mal einen kleinen Eindruck. Am nächsten Tag, hier am Dienstag, am 4. Juli, ist das Thema BA BWL 1 und der Stefan Bilecke hält im virtuellen Raum, das ist auch sein virtueller Raum, da sieht man hier VR1 SB,
ein Webinar. Sondern wenn er da auf den Raum klickt, der Dozent oder auch der Studierende, dann kommt er auf solch ein Fenster. Ja, und das sieht für Studierende und Dozenten zunächst mal gleich aus, jetzt den Raum betreten. Wenn der Dozent dort rauftritt, kommt er als Dozent in den Raum. Wenn der Studierende dort draufklickt, kommt er als Studierender in den Raum. Und der Raum kann dann so aussehen. Ja, so wie er bei uns jetzt auch aussieht. Wir haben hier links, glaube ich, gerade 36 Teilnehmer. Oben haben wir den Veranstalter. Das ist derjenige, der die komplette Macht hat. Ich würde auch hier niemandem das Veranstalterrecht geben, aber man kann ohne weiteres Teilnehmer zu Moderatoren hochstufen. Dazu nimmt man sich einfach mit der Maus einen Teilnehmer und zieht den so Drag-and-Drop-mäßig auf das Moderatorenfeld. Dann hat der beispielsweise das Recht, Folien zu zeigen oder seinen Bildschirm zu zeigen. Ja. Die ersten 5 Minuten einfach Free Chat and Warm-up. Where are you? Das, was wir gemacht haben. Einfach mal jedes Mal ein bisschen was anderes fragen. Was war Ihr schönstes Erlebnis heute? Was hatten Sie zum Frühstück? Was sehen Sie aus Ihrem Fenster? Und so weiter. Ja, und was ich aber nicht machen würde, ist, einen Audiotest durchzuführen mit 36 Studierenden, weil sie haben immer 3 Stück dabei, die sagen, ja, bei mir geht das Mikrofon nicht, das schreiben die dann im Chat, die sind ganz verzweifelt, mein Mikrofon geht nicht, was soll ich denn machen? Und ich höre sie auch nicht. Und da muss man sagen, da hätte der Studierende vorher einmal den Audiotest machen sollen. Sie als Dozent können nicht, wenn da 400 Studierende warten, sich um 3 Leute kümmern, die mit dem PC nicht zurechtkommen. Ja? Eventuell gibt es eine Hotline bei der IT, wo die anrufen können und sich fragen, das kann man als serviceorientierte Hochschule ohne weiteres einrichten, aber das ist nicht die Aufgabe des Dozenten. So, dann motiviert man natürlich kurz, zeigt vielleicht ein Beispiel und dann geht es auch schon los, dass man vielleicht dann doch, wenn die Gruppe nicht so groß ist, hier oben dann Video tatsächlich aktiviert. Ja, ich habe jetzt hier mal so ein gelbes Overlay drüber gemacht im oberen Bereich. Das ist ein mögliches Layout. Ja. Video Area, Eye Catcher, but not important. Also üblicherweise für die Unterrichte, die ich mache, ist es so, dass ich am Anfang, so wie eben auch, mein Webcam-Bild zeige und vielleicht zwischendurch nochmal es anmache, um vielleicht nochmal mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und dann aber relativ fix das wieder auf Pause stelle. Und oft ist es so, dass die Studierenden da auch gar nicht dran interessiert sind. Oftmals ist es auch nicht relevant für das Thema und deshalb aus meiner Sicht zumindest bei Ihnen wird es dann vielleicht anders sein, nicht ganz so bedeutsam. Wichtiger ist die List of real names of the participants. Ja, wenn Sie in anderen Plattformen das Ganze machen, dann kommen die Leute rein als Gänseblümchen 77 und Conan der Barbar 88. Ja, wie wollen Sie da eine Anwesenheitsliste machen? Hier ist es so, die Studierenden kommen mit dem realen Namen rein, über das Trainings, genau so, wie sie dort angelegt sind. Dann haben Sie einen kleinen Hinweispot. Man nennt diese kleinen Fensterchen, das nennt man Pot, POD. Da, so wie ich eben auch, kann man die Agenda reintun. Und dann haben wir hier den Chat, üblicherweise, den ich jetzt gerade ausgetauscht habe gegen diesen Pod Fragen für die Fragerunde, weil das ist so ein bisschen wie in einer Vorlesung, wo alle miteinander reden, wenn der Chat die ganze Zeit läuft. Man kann da natürlich immer mal hinschauen als Dozent und bei 10, 20, 30, 40 Personen lasse ich den Chat einfach offen und habe immer einen Blick dort rein, sage aber bitte privat nicht chatten, sondern nur, wenn Sie eine Frage haben. Das ist oft einfacher, als wenn der Studierende sich meldet und dann über das Mikrofon seine Frage stellt, dass er einfach seine Frage ganz kurz im Chat formuliert und man dann fix eine Antwort darauf gibt als Dozent. Und dann haben wir den wichtigsten Bereich, nämlich den Bereich der Freigabe. Ja, ich habe hier Slides, also PowerPoint, gezeigt durch den Dozenten, aber natürlich können Sie alternativ, und das ist eine Sache, die ist auch sehr schön, einfach ein Screensharing machen. Ja, das heißt also, Sie zeigen eine Applikation, mit der Sie gerade arbeiten. Sie haben vielleicht eine ganz spezielle Software, die die Studierenden gar nicht haben. Oder Sie wollen gemeinsam mit denen irgendwo hinsurfen. Und das können nicht nur Sie
als Lecturer, sondern Sie können auch sagen, lieber Student, zeig doch mal, was ist denn gerade dein Praxisprojekt? Woran arbeitest du gerade zu Hause? Ja, und das allen dann zeigen. Das sind Dinge, die in der normalen Vorlesung so gar nicht gehen würden. Zusätzlich, Sie sehen es hier oben, explains them, also mit der Stimme natürlich, can be recorded, so wie wir es jetzt gerade auch machen. Und dann wird es ein wiederverwendbares, quasi web-based Training beziehungsweise eine Aufzeichnung. Und man kann sich dann eine Bibliothek von aufgezeichneten Sitzungen anlegen. Ich unterrichte zum Beispiel Marketing und habe meine 30 Marketingaufgaben, die ich üblicherweise habe zur Preisabsatzfunktion, habe die alle einmal aufgezeichnet und die werden auch komplett jedem neuen Studiengang zugeordnet. Und dann kann ich immer mich zurücklehnen als Dozent und kann sagen, das ist alles relevant, Sie müssen das durcharbeiten und einige von diesen Dingen werden wir natürlich auch besprechen und vertiefen. Oder dass ich mal so ein 15 Minuten lang ein Modell in der Vorlesung erkläre, dass diese 15 Minuten auch aufzeichnen, nicht die gesamte Vorlesung, sondern nur die 15 Minuten und dann in der nächsten Studiengruppe diese Aufzeichnungen zur Verfügung stelle und dann sage, schauen Sie sich das zu Hause an, im Seminar wollen wir lieber darüber diskutieren, anstatt dass ich Ihnen diese Theorie vorstelle. Diese Aufzeichnungen sind ganz einfach zu machen. So wie ich jetzt gerade auch, ich habe einen Button Aufzeichnung starten und dann wird das direkt auf den Servern von Adobe Connect in einem speziellen Videoformat, was auch interaktiv bleibt, abgelegt, wo Sie auch im Nachhinein die Teilnehmer alle anonymisieren können. Und dann können Sie diesen Link, wenn Sie wollen, mit einem Passwort versehen sogar an Ihre Teilnehmer verteilen. Die müssen sich das, dann wird es auch gestreamt, wenn die das sich anschauen. Das heißt, das ist alles mit einer hohen Usability, also einer hohen Bedienfreundlichkeit für die Studierenden ausgestattet. Okay, hier haben wir jetzt die Situation, dass der Student etwas zeigt, aber das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Das hier ist wichtiger, Writing on a Board and Calculating Together. Ja. Die Mathematikdozenten werden sagen, ich will nicht meine Folien vorbereiten und dort meine Formeln ablegen, sondern man muss doch irgendwie sehen, wie ich das gerechnet habe, wie ich an einer Tafel rechne oder wie ich auf einem Blatt Papier rechne. Und dazu zeige ich Ihnen ganz am Ende nochmal halt, so wie gestern auch, eine Dokumentenkamera. Das ist wie so eine Webcam, die an einem Stativ hängt und alles, was unter dieser Webcam ist, wird halt erfasst und auf dem Bildschirm dargestellt, bei mir hier auf dem Laptop und alles, was auf dem Bildschirm ist, können Sie auch in Adobe Connect darstellen und damit ist dann das Bild der Webcam, was zeigt, wie unten drunter etwas geschrieben wird, im virtuellen Raum sichtbar. Gut, okay. Ja, bevor wir ein bisschen, wir haben jetzt eine halbe Stunde, noch praktischer werden, würde ich einmal, genau, ich zeige Ihnen einmal ein, ich gehe mal hier rüber. Ja, das ist jetzt ganz leer. So, nicht erschrecken. Hier können Sie jetzt im Prinzip gar nichts machen. Ja, das ist ganz leer. Ich platziere nun diese Fenster. Ja, nur der, ich sage Ihnen auch, wie ich das mache, lasse es Sie aber nicht selber machen. Ja, ich habe eine Menüleiste, die sieht ungefähr so aus. Und zu dieser Menüleiste, Moment, ich habe dir extra noch einen Pfeil gebastelt, damit Sie das besser sehen. Sie haben ja schon gewisse Menüs oben, und zwar mit dem Menüpunkt Meeting, Layouts, Pods und Audio habe ich hier als Veranstalter. Ja, und wenn man das aufklappt, gibt es darunter natürlich verschiedene Dinge. Beim Meeting zum Beispiel den Assistent für die Audioeinrichtung, den werden Sie derzeit vermutlich auch schon haben. Bei den Layouts ist es so, dass man hier sagen kann, ich möchte ein neues Layout erstellen. Ja, das ist jetzt ein Layout, also so wie die Pods angeordnet sind. Und dann kann ich halt schnell mal zwischen zwei Layouts wechseln. Ich wechsle jetzt mal wieder zurück in das andere Layout. Ja, das war das Layout, was ich eben hatte, wo ich vorher gesagt habe, das ist für mich sinnvoll. Da habe ich links die Fragen, die Teilnehmer, ich habe in der Mitte meine PowerPoint.
Und jetzt komme ich aber in eine andere Unterrichtssituation und da habe ich mir ein anderes Layout für gebastelt. Ja, das hat nichts mit tieferem Verständnis von Computern zu tun, sondern man platziert einfach Fensterchen. Ja. Dann gibt es die Pots. Das braucht man, um diese Fenster jetzt zu öffnen. Zum Beispiel kann ich hier einen Teilnehmerpot wieder aktivieren. So, da ist der Teilnehmerpot, da ist er wieder. Ja, der erscheint dann und ich kann ihn irgendwo platzieren. Ich kann ihn von der Größe her ändern, so wie ich denke, dass es von der Aufteilung her sinnvoll ist. Und hier rechts, da kommen wir ja auch gleich später noch zu, haben Sie den Lautsprecher-Button. Wenn Sie da draufklicken würden, machen Sie es jetzt nicht, dann würde der Sound verschwinden. Hier haben Sie, sobald ich Ihnen das Recht gebe für Audio, das Recht, Ihr Mikrofon anzumachen und auch wieder zuzumachen, ja. Das heißt also, wenn Sie es anmachen, dann hört man halt, was Sie sagen und man hört aber vielleicht auch, was im Hintergrund passiert. Und wenn Sie aus Versehen es nicht zumachen, dann hört man halt, wie der Hund kläfft, das Telefon klingelt, Sie ein Gespräch mit der Oma führen oder auf dem Kreuzfahrtschiff das Nebelhorn im Hintergrund tutet, was wir tatsächlich schon mal hatten. Ja, hier kann jeder seine Webcam aufmachen, wenn denn der Veranstalter sagt, das ist erlaubt. Dann sieht man halt die Webcams der Teilnehmer und hier kann man sich melden. Ja, das können Sie auch, wenn Sie wollen, mal gerade ausprobieren, dass Sie dort mal draufklicken. Und zwar haben Sie, genau, Sie haben sich jetzt alle gemeldet. Sie so, ah, ich hätte sagen sollen, bitte klappen Sie es mal auf. Dann haben Sie nämlich noch andere Emoticons, lauter, leiser, schneller, langsamer, lachen, Applaus. Machen Sie doch mal alle Applaus. Das habe ich mir nämlich immer schon mal gewünscht, dass mir so viele applaudieren. Eieieiei. Da müsste ich jetzt einen Screenshot von machen, als positives Feedback. Das könnte ich mit Werbung machen. So, okay. Das hat schon mal gut geklappt und beim Melden, aber das machen wir später erst, ist es dann so wie im normalen Seminar. Ein Student meldet sich, ich bekomme hier jetzt so Pop-ups, wo drauf steht, Frau Schickel meldet sich, Frau Fleig meldet sich. Und dann kann ich sagen, ja, genehmigen, darf gerne sprechen. Sie haben das Wort, würde ich dann sagen. Ja, aber mache ich jetzt erstmal noch nicht. Okay, das ist also das Teilnehmerlayout. Was haben wir noch? Welches Pod haben wir noch? Wir haben das Videopod. Ja, und das Videopod ist genauso. Ich habe es meistens oben links. Und da habe ich drinstehen, meine Webcam starten. Dann habe ich so eine kleine Freigabe. Da sehe ich schon mal, wie es aussieht. Und dann starte ich das. Und das kann ich auch breiter machen, um beispielsweise mehr Personen dort mit reinzunehmen, dass die auch ihre Webcam zeigen. Wie gesagt, das probieren wir nachher später mal aus, dass ich 10 Personen da das Recht gebe. Vielleicht in so einer Konferenzsituation könnte das so aussehen, dass man das nebeneinander legt. Ich stelle es nochmal, nicht erschrecken, auf Pause. So, was haben wir noch? Wir haben das Chatbot, ja, und zwar haben wir hier den Chat. Moment, da kommt er. Ich habe den nochmal leer gemacht. Auch hier ist es so, dass Sie da die Größe ändern können und Sie können, wenn es erlaubt ist, die Studierenden können untereinander chatten mit Privatchats. Sie persönlich können auch nur dem Veranstalter etwas eingeben. Ich sehe auch, wenn Sie etwas eingeben. Ja, also Frau Laser schreibt zum Beispiel gerade, Frau Miete. Schreiben Sie ruhig ein bisschen was. Lassen Sie einmal Hallo, schreibt Frau Laser. Genau. Ja, das ist also ganz praktisch. Wir haben uns ja schon begrüßt. Ganz praktisch. Ja, die Geschichte mit der, da gibt es noch bessere Geschichten. Die kann ich hier jetzt aber nicht erzählen, Herr König. Und genau. So läuft das mit dem Chat, wenn man dann ein bisschen sich auskennt, freundet man sich damit auch an. Genau, wie schreibe ich Einzelnen? Sie können in der Teilnehmerliste die Person anklicken und dann, glaube ich, rechter Mausklick, glaube ich, können Sie sagen, privaten Chat starten. Ja, the future is now, genau. Was ich immer gerne sage, ist, das Problem am digitalen Wandel, meine Damen und Herren, das ist nicht das Digitale. Das Problem ist der Wandel.
dass es halt anders funktioniert. Das ist das Problem. Immer wenn sich etwas wandelt, ist man natürlich unsicher, wie wird das funktionieren, werde ich damit zurechtkommen. Und dafür sind wir ja heute hier, um diesen Wandel, der notwendig ist, zu ermöglichen. Gut, das wäre also der Chat. Und dann halt ganz wichtig und zentral, es gibt noch einige andere Sachen. Sie können Weblinks veröffentlichen und alle Personen zu diesem Weblink gehen lassen. Wenn Sie zum Beispiel ein ganz bestimmtes YouTube-Video zeigen wollen, können Sie sagen, okay, ich habe das mal vorbereitet und in einer Sekunde wird Ihr Browser anfangen, dieses Video zu zeigen. Ja, das können Sie auch über diese Software machen. Die ist halt für solche Veranstaltungen konzipiert worden. Ja, das ist ja auch der Standard in der Hochschullehre in Deutschland, dass hierüber die Veranstaltungen gemacht werden. Abstimmungen können Sie machen. Sie können auch über ein Aktivitätsdiagramm sehen, wie die Studierenden noch bei Ihnen sind. Ja, wenn das alles rot wird, neben jedem ist dann so eine kleine Ampel. Wenn alles rot wird, müssen Sie mal wieder interaktiv tätig werden. Dann müssen Sie einmal quasi durchklingeln und eine Umfrage machen, damit die Leute wieder wach werden. Ja, das ist ja nicht nur für die Dozenten anstrengend, sondern auch, aber auch trotzdem angenehm. Auch für die Studierenden erfordert das ja eine hohe Selbstdisziplin, wenn sie zu Hause sitzen und eigentlich könnten sie, ohne dass es jemand merkt, doch kurz mal in die Küche gehen und gucken, ob noch ein bisschen Kuchen da ist. Ja, und deshalb ist es für Sie als Dozent natürlich auch immer wichtig, zu sehen und dafür zu sorgen, dass die Studierenden auch am Ball bleiben, ja, sie dabei zu unterstützen, diszipliniert ihrem Vortrag zu folgen. Das geht vielleicht auch nicht über 10 Stunden oder über 5 Stunden, sondern also üblicherweise das Maximum sind 2 mal 2 Stunden hintereinander weg und dann erstmal eine Stunde Pause in diesem Bereich von den Webinaren und Seminaren. Ja, das Wichtige ist aber nicht der Hinweispot, sondern das Wichtige, den kann ich jetzt auch mal kurz wegnehmen oder schließen. Das Wichtige ist der Freigabepot. Und der Freigabepot, ich mache mal gerade eine neue Freigabe auf. So, ich brauche da ein bisschen Platz für, deshalb nehme ich den Chat kurz mal wieder weg. Seien Sie mir nicht böse. So, Sie hatten Zeit und Möglichkeit, ein bisschen zu chatten. So sieht der Freigabepot aus. Sie sehen da erstmal nicht viel. Und was ich hier machen kann, ist meinen Bildschirm freizugeben oder aber ein Dokument freizugeben oder ein Whiteboard freizugeben. Ja. Und ein Dokument freizugeben, wie das funktioniert, das habe ich hier nochmal in diesem Layout vorbereitet. Auf dieser Folie sehen Sie das Ganze. Wie lädt man eine PowerPoint hoch? Ja? Also, ich habe vorhin mal diesen Screenshot gemacht. Ich war also hier in diesem Raum und bin dann oben über das Menü. Sie haben das später als Dozent und werden das ja auch nochmal in kleineren Gruppen üben. Das ist also nicht schwieriger als eine Mail mit einem Anhang zu versenden, ja? Um das jetzt auch schon mal zu sagen. Sie gehen auf Pots, weil die Sachen heißen hier halt Pot, und dann gehen Sie auf Freigabe. Moment, ich zeichne das mal hier ein mit einem gelben Stift. Ja, Sie gehen hier auf Pott, Sie gehen auf Freigabe und dann gehen Sie auf neue Freigabe. So, okay. Dann sieht das Ganze so aus. Also Sie waren hier oben auf dem Pott. Freigabe öffnet sich. Das ist dieses Fenster, was Sie vorhin gesehen haben. Und wenn Sie jetzt mittig draufklicken würden, wir machen das gleich, also ich mache das gleich noch, wird der Bildschirm gezeigt. Aber wenn man auf das kleine Dreieck klickt, kommt man halt in das Menü unten drunter und man will ja einen PowerPoint freigeben und ich gucke mal gerade, was ist es? Das erste nicht, Dokument freigeben, Whiteboard auch nicht, nee, ich will ein Dokument freigeben. So. Wenn ich schon mal vorher Dokumente hier verwendet habe, kann ich über zuletzt freigegebene schauen, was das ist. Aber ich will was Neues hochladen und deshalb gehe ich eine Seite weiter. Entschuldigung, wenn das hier jetzt sich ein bisschen überlappt. Also ich bin über Pots gegangen. Neuer Pott, habe das aufgeklappt. So, und jetzt bin ich in diesem Dialog drin.
Dokument auswählen, so freizugebendes Dokument wählen, Verlauf und so weiter. Nee, ich will Neues hochladen, deshalb Arbeitsplatz durchsuchen. So wie bei der E-Mail, Anhang, Arbeitsplatz durchsuchen. Na, wo liegt es denn auf dem Desktop? Und ich nehme die Anleitung 1 PPTX und gehe auf Öffnen. Ja. Also ich sage nochmal, POT, neue Freigabe, Dokument freigeben, Dokument suchen und dann wird das Dokument hier geladen. Ja, und dann muss man ein bisschen warten, je nachdem, wie groß Ihr Dokument ist. Also schauen Sie vielleicht vorher mal, wenn Ihre PowerPoint 100 Megabyte hat, dann sollten Sie vielleicht einmal die Bilder alle optimieren auf Bildschirm, damit es dann und dass das Zugeschnittene verschwindet, damit es dann am Ende vielleicht 5 oder 10 MB sind. Es gibt zwar keine Begrenzung, ja, aber es dauert halt länger, wenn Sie es hochladen würden und auch die Umwandlung. Sie sehen hier Schritt 1 von 4, Schritt 2 von 4, Schritt 3 von 4, Schritt 4 von 4. Das hat bei der PowerPoint, die Sie hier jetzt gerade sehen, vorhin 10 Minuten gedauert, bis das Ganze dann fertig war. Aber das Schöne ist, dann war sie oben. Ja, so hat sich das bei mir in diesem Pod dann geöffnet. Das ist dieser Freigabepod. Ja, und die Studierenden sehen das dann auch so, wie sie es eben auch gesehen haben. Das ist, glaube ich, warten Sie mal, die allererste Folie. Ich bin in Folie 24. Ich kann hier halt auch relativ schnell, ich glaube, die war das, ne? Genau. Das war die allererste Folie. Und ich bin jetzt schon in Folie 24. Das ist diese hier, weil ich habe einerseits nämlich hier Buttons, um in der PowerPoint-Show nach vorne und hinten zu gehen. Die haben Sie nicht. Sie sind gerade Student. Hätten Sie in der Vorlesung auch nicht. Ja, das wäre noch schöner, wenn die Studierenden weiterklicken, obwohl sie noch auf der anderen Folie sind. Dann haben Sie hier die Möglichkeit, die Navigation einzublenden und die blenden Sie aber auch nur für sich ein. Ja, das mache ich mal auf der nächsten, habe ich das mal aktiviert. Hier habe ich jetzt die Navigationsstruktur. Da kann ich halt von Folie zu Folie springen. Ich kann auch den Teilnehmern die Seitenleiste anzeigen. Das geht auch. Ja, also Sie sehen die jetzt bei mir. Ich bin auf Folie 25. Ich öffne das aber wieder weg. Und dann habe ich hier das Zeichenboard. Ja, das habe ich jetzt gerade auch aktiviert, weil ich kann halt auf der Folie an sich etwas markieren. Und das war eben auch schon eine Frage, die ich gesehen habe. Ich habe diesen grünen Pfeil. Das sehen Sie hier. Wenn ich ihn aktiviere, immer dort, wo meine Maus, wo ich einmal geklickt habe, erscheint der grüne Pfeil. Ja, jetzt haben Sie zwei grüne Pfeile, weil einen grünen Pfeil habe ich halt vorhin im Screenshot gehabt. Sie können also nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Teilnehmer einfach so ihre Maus sehen. Ich glaube, im Moment sehen Sie gerade meine Maus und da steht vermutlich Stefan Bieletzke dran oder so. Das habe ich, warum auch immer, vorhin mal eingestellt, aber normalerweise ist das nicht der Fall. Okay. Noch mehr Praxis, Tipps und Tricks finden Sie auch im Wiki. Ja, es gibt ein, wie gesagt, Wiki vom Trainex, wiki.trainex24.de. Wenn Sie das eingeben, kommen Sie zu wiki.trainex44.de. Und wenn Sie danach V-Raum suchen oder einfach diesen Link benutzen oder sich merken, dann ist es so, dass Sie hier auf unser Wiki kommen. Und da geht es nicht nur um Corona, sondern es geht um Aufbau und Funktionen, Szenarien, Standardfunktionen, Demonstrationen und Tipps mit verschiedensten YouTube-Videos, wie man sowas macht. Dann, wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist, wie kommt man auf die Oberfläche für die Meeting-Informationen, weil dort kann man nämlich die Aufzeichnung abrufen. Vielleicht möchte man auch eine hochgeladene Präsentation löschen oder wir geben Infos zu Zusatzhardware. Wir nennen die nur, wir machen da keinen Link. Nicht, dass man denkt, wir wollen hier Empfehlungsrabatte haben oder so, sondern da gibt es halt ab und zu mal eine Info, wenn uns was Besonderes auffällt. Ich sage mal, bei Ihrem Headset müssen Sie selber schauen. Da reichen üblicherweise schon welche zu 20, 25 €. Wenn es gut geht, mit einem guten Mikrofon und kabelgebunden, sage ich immer. Ja, beim Kabel wissen Sie, ob es dran ist oder nicht. Bei den Dingen, die über Funk funktionieren, weiß man nie so genau, ist das jetzt schon gekoppelt oder nicht. Ja, Systemvoraussetzungen, da finden Sie auch nochmal diesen Systemtest, Profi-Tipps. Ich denke mal, die Nutzungsbedingungen interessieren Sie nicht, aber vielleicht auch für Sie nochmal ganz interessant. Wir haben eine Trainex Akademie. Dort findet, einige von Ihnen waren da auch schon bei, und da freue ich mich immer, wenn Sie kommen,
einmal im Monat eine Schulung im virtuellen Raum statt und da zeigen wir Ihnen Dinge, die man mit dem Trainex machen kann. Außerdem für diejenigen unter Ihnen, die auch noch ein Herz für die Umwelt haben, denken Sie auch mal an die ökologische Nachhaltigkeit. Wir messen ungefähr immer, wie viele Kilometer vermieden werden durch Veranstaltungen im virtuellen Raum und rechnen das auf gegen die CO2-Belastung der Server, die benötigt werden. Und ich darf Ihnen mal verraten, an der Hochschule, die ich vorhin genannt habe, sind es um die 50.000 bis 80.000 Kilometer Fahrt pro Tag, die wegfahren. Dadurch, dass man das Ganze im virtuellen Raum macht. Okay, ja, damit wäre ich mit den Folien zunächst mal durch. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal in das andere Layout wechseln und hier jetzt mal die Möglichkeit geben, ausgewählten Personen das Sprechrecht zu geben und auch die Kamera zu geben. Also, wenn Sie möchten, wenn Sie wissen, dass Sie eine Kamera haben und ein Mikrofon, dann können Sie sich jetzt gerne mal melden über, guck mal gerade, ob ich, genau, einmal melden. Ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich würde mal 8, maximal 10 Personen nehmen. So, es haben sich schon mehr gemeldet, also Sie können jetzt aufhören, sich zu melden. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Also zum Beispiel Frau Kohl habe ich hier. Ja, ich spreche jetzt. Hören Sie mich schon? Ja, wir können Sie hören. Ah, hallo, schön. Frau Kohl. Ja, hallo. Mal eben. Das ist ja eine ganz exklusive Lage für mich jetzt. Ja, schön. Ja, erzählen Sie mal kurz, was unterrichten Sie, Frau Kohl? Ich mache jetzt im Sommer Personal und Führung. Ah ja. Denken Sie, das ist geeignet für den virtuellen Raum? Sagen wir mal so, ich denke, ich kann mein Programm dahingehend umstellen. Ich hatte es natürlich etwas, sagen wir mal, auch praxisnah geplant mit den Studenten, mit verschiedenen Interventionen. Das habe ich jetzt natürlich erstmal über Bord geworfen und ja, habe jetzt irgendwie die Hoffnung, dass ich vor allem die Leute wirklich da so ein bisschen bei Laune halten kann. Aber da, also da habe ich auch noch keine einfache Lösung. Ich habe viele Ideen schon, aber ja, muss das jetzt heute auch erstmal so ein bisschen, glaube ich, verdauen, was ich hier gesehen habe. Ja, danke schön. Das ist doch schon mal ein wertvolles Feedback. Frau Kohl, wenn Sie wollen, wenn Sie eine Kamera haben, Herr Wüste macht gerade seine Kamera an. Hallo, Herr Wüste. Oh. Haben Sie auch ein Mikrofon? Ja, ich habe Klinke-Headset. Das müsste eigentlich auch ganz gut gehen, ohne dass man sich ein neues kauft, wenn ich verständlich bin. Ja, sehr gut sogar. Sehr gut. Ja, von mir auch. Seien Sie ganz herzlich gegrüßt. Ja, hallo, Herr Schenk. Freut mich. Sehr gute Tonqualität. Bitte, was habe ich? Eine gute Tonqualität. Ihnen. Haben Sie ein eingebautes Mikrofon? Ja, ich nutze das von meinem Laptop. Ja, das geht aber eigentlich tatsächlich ganz gut. Darf ich fragen, was Sie unterrichten? Ich leite ja das Department Pflege, Pädagogik, Pflege und Gesundheit und ich unterrichte überwiegend Pflege- und Gesundheitswissenschaften und die damit verbundene Didaktik. Ah ja. Und denken Sie bisher, dass der virtuelle Raum dafür geeignet sein könnte? Wir haben ja ein spezielles Format, wir haben ja 10 Stunden Tage, die wir ein Modul mit einer Kohorte sozusagen abarbeiten. Das wird also sicherlich eine besondere Herausforderung werden. Aber ich glaube, wird ganz interessant. Also wir werden sicherlich einige Teile synchron und oder auch asynchron anbieten müssen, weil Sie sagten ja auch richtigerweise schon, ich kann jetzt nicht 10 Stunden hier vor dem Laptop sitzen und auch die Studierenden selbstverständlich nicht. Also insofern wird es sicherlich auch freie Arbeitsphasen geben müssen, in denen ich mich zumindest, glaube ich, mal für eine halbe Stunde entspannen kann. Ja. Okay, ja, vielen Dank. Ich schaue mal, Herr Goller und Herr Morgenroth, wer möchte von Ihnen? Ja. Hört man mich? Ja. Ja, hallo an alle. Funktioniert ganz gut soweit. Wie ist die Tonqualität?
Ja, ist Sehr gut, okay. ja. Das Logitech Webcam. Genau. Ich unterrichte als Lehrauftrag Bildungsmanagement mit der Frau Bianca Steffen, die ist auch dabei zusammen nächstes Semester. Und ich glaube auch, die Herausforderung wird das, die langen Blogs online zu machen, von 9 bis 18 Uhr normalerweise. Da müssen wir mal schauen, wie das funktionieren kann. Ja, eine ganz neue Erfahrung. Herr Morgenroth, geht bei Ihnen auch das Ja. Mikrofon? Ja, geht. Ja. Sehr schön. Ja, ich habe es gerade erst gesehen, nicht, dass ich das anschalten muss. Aber jetzt müsste man mich hören können. Ja, wir können Sie Okay. hören und auch gut sehen. Okay, wunderbar. Ja, ich werde es nutzen für Forschungsmethoden. Und da würde mich natürlich auch nochmal interessieren, wie ich das mache, wenn ich an der Tafel rechne. Ja, das ist ja wie abgesprochen, Herr Morgenroth, weil das will ich Ihnen gleich zeigen. Ja, Ich das muss wäre mich toll. ausklinken. Gut, gibt es sonst noch jemanden, der sich melden möchte? Ich schaue mal gerade. Das vielleicht noch ein, zwei Personen können wir sicherlich noch dazu holen. Da ist Frau Saar, würde ich mal genehmigen, Herr die Wilecki, sich gerade gemeldet. darf ich kurz was fragen, Herr Wilecki? Ja. Sehen jetzt die Studierenden oder beziehungsweise die Teilnehmenden, die Sie jetzt nicht favorisieren, also sehen die denn und hören die, was wir tun? Ja. Ah, okay. Das heißt also, jemand, Das der ist jetzt nicht so. von Ihnen freigeschaltet ist, bekommt aber unsere Diskussion jetzt oder unsere Gespräche jetzt mit. Doch, doch. Das ist so, wie als ob ich Sie im Seminarraum nach vorne hole und sage, Herr Morgenroth, Herr Goller, Frau Kohl, Herr Schenk, Herr Wüste, kommen Sie mal nach vorne. Wir machen jetzt eine kleine Ah Diskussion. ja, sehr schön. Besten Dank. Und wie hatten Sie denen oder uns jetzt, wie haben Sie uns jetzt nochmal dazugeholt? Ich hatte ganz am Anfang gefragt, wer etwas sagen möchte, soll sich einfach melden. Also auch das Ja. wieder wie im normalen Seminar. Und dann habe ich gesagt, ah, ich sehe halt Wortmeldungen mit Namen und dann kann ich immer sagen, ablehnen oder genehmigen. Und ich habe einfach bei den ersten fünf, die sich gemeldet haben, habe ich gesagt, die genehmige ich. Und Und dadurch ja. hatten sie dann das Sprechrecht. Und dann habe ich noch mal kurz geschaut nach ihren Namen und habe ihnen dann noch das Videorecht gegeben. Ah ja, okay. Eine kurze Frage nochmal von Ich mir. hatte ja Also, vorhin in die. Ach so, Entschuldigung. ja, ganz kurz nur, und zwar wissen Sie, ab wann wir die Räume quasi als Dozenten betreten können, weil ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich erstmal hier so ein bisschen ja, freispielt, hier rum experimentiert im sicheren Raum ohne Studenten. Wissen Sie, ab wann wir die Freigabe bekommen? Also vielleicht vorab ist es so, dass ja quasi mit Weitsicht die Hochschulleitung relativ schnell entschieden hat, wo andere Hochschulen noch nicht genau wussten, was sie machen, entschieden hat, dass solche virtuellen Räume eingeführt werden. Und trotzdem, dass schon, sagen wir mal, 1 bis 2 Wochen bekannt ist, ist es schon eine größere Herausforderung, das Ganze jetzt auch technisch ordentlich für Sie einzubauen. Da gab es auch noch den einen oder anderen Anpassungswunsch im Trainex. Und wir sind jetzt aber soweit, dass es gut funktioniert. Und Herr Walter bzw. die Hochschulleitung werden Sie darüber informieren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es im Laufe der nächsten Woche Okay, passiert. damit. Und wissen Sie denn zufällig, ich hatte jetzt vorher mich auch ein bisschen schlau gemacht, so über die Dauer dieser Veranstaltungen. Und ich habe da jetzt so ganz unterschiedliche Informationen. Also ich habe schon von Dozenten gehört, die haben 6 Stunden lang diese Online-Seminare gemacht. Wird es da eine Empfehlung geben? Wie werden wir damit umgehen? Also werden wir einfach unseren Stundenplan so, wie er jetzt ist, irgendwie abarbeiten? Oder wird man sagen, ich hatte jetzt gerade den Kollegen nicht richtig verstanden, aber ich habe, glaube ich, auch gehört, der hat irgendwie 6, 8 Stunden pro Tag denselben Kurs. Wie wird das irgendwie didaktisch aussehen? Also prinzipiell geht es tatsächlich halt mit einem Klick den Unterricht innerhalb Trainings
vom realen Raum in den virtuellen Raum zu verlegen. Die Frage ist dann immer, die sich ergibt, behalte ich die gleiche Didaktik bei? Und wenn Sie da halt bestimmte Sachen geplant haben, die sehr praxisnah sind, die dann hier im virtuellen Raum nicht mehr gehen, dann müssen Sie da tatsächlich nochmal irgendwie Ihr Unterrichtslayout ändern und Ja. schauen, wie Sie diese Zeit dann auch gefüllt bekommen. Also mein Tipp wäre, aber das hängt auch vom Thema und den Studierenden ab, dass man die Studierenden dort auch integriert, dass man kleinere Aufgaben stellt, dass man Arbeitsgruppen macht. Das wollte ich gleich auch nochmal zeigen, wie das funktioniert, die Arbeitsgruppen. Und dann können die dort auch mal eine halbe Stunde selber arbeiten und was vorbereiten, was sie dann anschließend auch präsentieren im virtuellen Raum. Und in der Ah ja, Zeit ist okay. ihre Aufgabe im Prinzip, durch diese Arbeitsgruppen durchzugehen und immer mal wieder zu motivieren, zu fragen, zu loben. Und dann, wenn Sie 4 Arbeitsgruppen haben, gehen Sie wirklich von einer Arbeitsgruppe in die nächste, aber einfach nur, indem Sie mit der Maus sich selber in diese Arbeitsgruppe hineintun. Und da findet dann schon so ein Gespräch statt und dann kommen Sie dazu und warten kurz ab und sagen dann, ja, da bin ich jetzt. Ich wollte mal kurz fragen, ob es noch Fragen gibt. Dann hat einer vielleicht eine Frage, Sie beantworten die, dann gehen Sie in die nächste Arbeitsgruppe, loben und sagen, das gefällt mir gut, würden Sie das nachher präsentieren? Jemand sagt, ja, das würden wir gerne präsentieren. Und nach einer halben Stunde machen Sie so eine Nachricht an alle, in 2 Minuten kommen wir wieder zusammen und mit einem Klick, wenn Sie wissen, wo Sie klicken müssen, holen Sie die Leute alle wieder zusammen und sagen dann halt so, die Arbeitsgruppe 3 wollte präsentieren, auf geht's. Also man muss nicht die ganze Zeit das so frontal machen, wenn Ja. es einen Seminarcharakter Und hat. das sind auch die Hauptinstrumente. Also ich kann Arbeitsgruppen machen und Umfragen. Das habe ich jetzt so mitgenommen. Das sind jetzt erstmal, sagen wir mal, so die Hauptinstrumente der Interaktion oder Beschäftigung so ungefähr. Ja, das sind auf jeden Fall die wichtigsten, mit denen man schon viel an Unterricht wirklich realisieren kann. Okay. Ich mache gleich noch mal eine Runde, wo man sich melden kann und würde jetzt einmal kurz die Dokumentenkamera zeigen, weil das ja auch wichtig ist. Ja, ich stoppe mal kurz. Aber vielen Dank erstmal für die Teilnahme, dass Sie sich Gerne. gemeldet haben. Das hat alles gut ausgesehen. Dankeschön. So. Die Sache mit der Bildschirmfreigabe. Also es ist so, ich kann hier auch einfach, der Chat ist jetzt kurz wieder weg, aber das ist ja, denke ich mal, nicht weiter schlimm. Ich würde auch einmal kurz das Sprechrecht wieder entfernen. Wenn Sie Ihr Mikrofon noch anhaben, machen Sie es. Genau, bitte wieder aus, diejenigen, die eben gesprochen haben. Ich schaue mal gerade, ich deaktiviere das hier zum Teil nochmal. So. Ja, und ich erzähle Ihnen so ein bisschen, was ich jetzt hier sehe. Bei Ihnen dreht sich vielleicht nur ein Kreis, bei mir ist es so. Ich habe gesagt, Bildschirmfreigabe starten und ich bin halt mit der App drin. Ja? Da sage ich erstmal nochmal was zu, bevor ich das zeige. Die Studierenden können halt auch über einen normalen Browser in den virtuellen Raum hineinkommen. Die können auch tatsächlich über beispielsweise ein mobiles Device wie ein iPhone, es gibt extra eine App dafür, in den virtuellen Raum hineinkommen. Mobil hat man dann aber beschränkte Möglichkeiten. Man sieht die Folien, man hört den Dozenten und man kann sein Videobild sehen und den Chat. Und für Sie als Dozent ist es aber wichtig, dass Sie wirklich, wenn Sie gefragt werden, soll die App installiert werden als Plugin, dass Sie dann sagen ja. Und das sieht so aus, als ob Sie das alle auch gemacht haben. Das ist also auch löblich, sag ich mal. Denn nur mit der App haben Sie als Dozent alle Möglichkeiten, können zum Beispiel auch den Bildschirm freigeben, was ich jetzt mal mache. Das System fragt mich, erster oder zweiter Monitor, weil ich hier 2 Monitore habe, und ich sage einfach zweiter Monitor. So, und jetzt ist es schon geschehen. Sie sehen jetzt hier meinen Bildschirm. Ja, und ich bin in einem Test, Trainex,
Und ich habe hier tatsächlich Unterricht. Es ist so, dass ich unter Studiengang E-Learning meinen virtuellen Raum auch testweise betreten kann. Das ist relativ neu, wird bei Ihnen dann auch der Fall sein. Also wenn Sie mal reingehen wollen in Ihren virtuellen Raum, ohne dass Sie Unterricht haben, können Sie ganz einfach hier reingehen. Vielleicht ist es auch interessant zu wissen, wenn Sie in dem virtuellen Raum drin sind, können Sie auch über einen Link externe Personen dazuladen. Ja, das ist nicht gedacht dann für Unterrichte, sondern wenn Sie beispielsweise Besprechungen mit Externen haben oder wenn Sie einen Gastdozenten, der nicht Trainingsnutzer ist, dazu holen wollen, dann können Sie aus dem Raum heraus einen Link erzeugen, den Sie diesem Gastdozenten mitteilen, damit derjenige dann auch in den Raum reinkommt. Der kann dann allerdings wieder irgendeinen Namen wählen, also der ist vielleicht wieder Flo77 oder Superman88. Ja? Also ich habe hier Termine auf der Startseite, das wird ja bei Ihnen genauso sein. Ich komme ja zu den Terminen, indem ich auf der Startseite klicke oder über Privat, persönlicher Einsatzplan oder über Privat, Lehrübersicht, komme ich ja auch auf meine Termine, aber ich gehe jetzt einfach mal über die Startseite und gehe auf die Wochenansicht. So, und hier sind meine beiden Termine, die ich mir mal eingetragen habe. Das eine ist, dass ich bei BW07 Marketing und Vertrieb unterrichten soll. BW07 sehe ich hier auch schon mal die Fotos. Also das ist auch vielleicht gar nicht schlecht, wenn Sie nicht alle Webcams anmachen wollen, dass Sie einfach dieses Foto, wenn das so eine Seminargruppe ist, Sie können es ja auch kleiner machen, wenn es 50 Leute sind, dass Sie davon einen Screenshot machen und das beispielsweise am Anfang, Sie können das einfach auch einfach zeigen. Ja? Das sind die Personen, die heute mit uns dabei sind. So, aber ich wollte ja mal auf den Raum klicken. Ja, hier ist ja immer der Raum. Vermutlich klicken Sie da selten drauf. Das ist der Raum 27 und wenn ich da drauf klicke, sehe ich, okay, der sieht so aus. Ja, das ist ja auch schon ganz schön, dass ich sehe, wie der Raum aussieht. Das ist ein realer Raum. In dem findet kein Unterricht mehr statt. Ja, hier unten drunter, von 14 bis 17.30 Uhr, habe ich Außenwirtschaft in der selben Studiengruppe BW07 im virtuellen Raum, VR-Raum 2. Wenn ich da drauf klicke, sieht es halt anders aus. Dann steht hier drüben, oben drüber virtueller Raum. Dann nochmal der Hinweis für Moderatoren und einen vollen Funktionsumfang empfiehlt Adobe unbedingt die Nutzung der Adobe App. Diese findet sich allgemein hier, beziehungsweise für Windows hier, beziehungsweise für Mac hier. So, dann sehen Sie hier die Blockungen und das Wichtige, jetzt den Raum betreten. Ja, und wenn Sie da drauf klicken, ich mache es nochmal. Also ich habe auf den Raum geklickt, auf jetzt den Raum betreten. Dann spare ich tatsächlich 585 Fahrtkilometer, das ist aber jetzt nicht so wichtig, sondern wichtig ist, betreten Sie den Raum als leitender Gastdozent. Wenn Sie wissen, Sie sind derjenige, der hier das Ganze leitet, gehen Sie als Gastdozent rein, dann sind Sie der Veranstalter. Die Studierenden können nur eintreten als Zuhörer. Und damit sind Sie dann drin im Raum. Und können dann auch so Sachen machen wie ich jetzt, also einfach den Bildschirm zeigen. Und dahinter, ich lasse das mal zu, ich mache das mal nur klein. Achso, ich habe eine Dokumentenkamera angeschlossen. Diese Dokumentenkamera heißt, schau mal gerade, Jurist-Dokumentenkamera. So, 100, das ist jetzt eine teure, die gibt es auch deutlich günstiger. Geh da mal drauf. So ungefähr sieht die aus, damit Sie so einen Eindruck haben, was das für ein Gerät ist. Ja. Da kann man halt beleuchten, irgendwas drunter machen. Ich kenne auch viele Dozenten, die sich selber, diejenigen, die sowas brauchen, selber sowas basteln. Aber das ist eigentlich ganz nett. Ja, und das funktioniert dann folgendermaßen. Ich habe halt hier eine Software, die dazu gehört. Und jetzt muss ich mal kurz das USB umstecken, damit die Kamera aktiviert wird. Und die Software starte ich. So. Und jetzt sehen Sie erstmal meine Hand. Ja, und ich kann etwas da drunter legen und ich sage mal, ich will etwas rechnen. Ja, das ist jetzt bis auf A3. Ich habe hier einen A5-Block und ich muss sagen, ich habe den Kontrast nicht so ordentlich eingestellt, glaube ich. Ich mache es mal ein bisschen größer.
Ja, ich glaube, das Schwarz im Hintergrund stört, aber ich habe hier einen schwarzen Stift und mache einfach mal eine Berechnung. P gleich 33 minus ein Fünftel x. Und die Aufgabe ist es aufzulösen. Dann würde ich einmal minus 33 auf beiden Seiten machen. Dann habe ich P minus 33 gleich minus ein Fünftel x. Und dann mache ich mal minus 5. Dann habe ich minus 5p, nee, plus, ne? 5 mal 33 kann das sein, gleich x. Jetzt müsste ich 5 mal 33 ausrechnen. So, da kann ich also im Prinzip hier mal schauen. Da habe ich den Calculator. 5 mal 33 haben wir also 165. Ja, machen Sie mal in der Vorlesung, dass Sie Ihr iPhone zeigen. In einer Veranstaltung, wo Sie 500 Leute haben, das wird niemand sehen. Da habe ich also hier 165. Also minus 5p plus 165 ist x. Also ich glaube zumindest, dass das jetzt, ob das richtig gerechnet war, weiß ich nicht. Ja, und was Sie aber auch machen können, ist Dinge dazu unterlegen. Ja, ich habe hier mal einen Verbandskasten. Ich habe vorhin überlegt, was habe ich denn medizinisches? Und ich habe hier irgendwie nach einem Schädel gesucht, aber nicht gefunden. Und habe einen Verbandskasten aber. Und wenn ich den jetzt öffne, habe ich hier, warum ist das eigentlich alles holländisch? Bandage triangular. Mit einer Anleitung. Ja, ich muss mal kurz schauen. Da müsste ich jetzt besser einstellen, wie das Ganze dargestellt wird. Das ist Alko, was auch immer. Ja. Das heißt also, ich kann auch irgendwelche anderen Dinge zeigen, die hier unter der Kamera liegen. Okay, das war mir wichtig, Ihnen das auch mal gezeigt zu haben. Und dann möchte ich Ihnen auch ganz kurz nochmal zeigen, wie das geht mit den Arbeitsgruppen. Ja, bevor wir gleich nochmal eine Frage machen. Und zwar sehen Sie jetzt hier, ich hoffe, das ist nicht verwirrend, meinen Moderatorenbildschirm. Also ich glaube zumindest, dass Sie den sehen. Und das sind die Teilnehmer. Ich mache doch nochmal einen kleinen Chat auf, damit Sie mir ein Feedback geben können, ob Sie das Ganze sehen. Also ich gehe hier auf Pod, gehe auf Chat, gehe auf neuen Chat und habe dann hier den kleinen Chat und frage mal ganz kurz, Sie können das jetzt sehen, oder? Ja, okay, einer reicht, einer reicht. Ja, ist okay. Ah, nicht alle können es sehen, aber viele können es sehen. Nur den Chat. Moment. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Jetzt sehen Sie auch den Rest. Ja. Puh, das war knapp. Aber die Sache mit der Dokumentenkamera haben Sie gesehen, oder? Ja. Okay, sehr gut. So, ich sehe jetzt hier also Personen und hier sehen wir nochmal, 17 Personen haben sich zu Wort gemeldet. So war das eben auch. Vielleicht können nochmal ein, zwei sich zu Wort melden. Machen Sie das ruhig nochmal. Ich ignoriere das quasi. Ah. Das können Sie jetzt leider nicht sehen. Das ist auf meinem anderen Bildschirm. Hier stehen dann überall kleine Meldungen, meldet sich gerade. Ja, man wird darauf schon aufmerksam. Also zum Beispiel hier könnte ich jetzt sagen, genehmigen oder Frau Kindervater würde ich mal genehmigen oder Charlotte von Bernstorff hätte ich jetzt auch genehmigt. Worauf ich hinaus will, war, ich kann dann einzelnen Personen, zum Beispiel Frau Charlotte von Bernstorff, Mikrofon ist bei ihr schon aktiviert, könnte ich dann auch das Video aktivieren. Oder ich könnte Frau von Bernstorff auch tatsächlich zum Moderator machen. Ich kann also hier eine Person und auch mehrere Personen einfach nehmen. Sehen Sie, ich habe die jetzt hier quasi in der Hand, die 10 Personen, die ich mir da genommen habe, und könnte jetzt sagen, ah, komm, ich mache die mal zum Moderator. Dann würde ich die hier fallen lassen und dann hätten die mehr Möglichkeiten. Mache ich jetzt aber mal nicht. Ich lasse die unten wieder.
Und das hier ist spannend, das ist die Sache mit der Arbeitsraumansicht. Da klicke ich jetzt mal drauf. Ja, wir sind, Sie merken das noch nicht. Ich würde nur sagen, passen Sie mal auf, wir machen gleich unsere Arbeitsgruppen. Moment, ich mache das mal so, dass Sie hier auch noch wieder den Chat benutzen können. Ja, und dann könnte ich erstmal definieren, wie viele Arbeitsgruppen denn. Ich schaue mal gerade, wir sind alle im Hauptmeeting, ich mache das mal zu und ich habe hier unten tatsächlich schon mal 20 Arbeitsgruppen vorbereitet gehabt. Ja, das ist eventuell noch von gestern. Und ich kann auch welche dazu tun. Und ich kann jetzt einfach mal sagen, gut, verteile die ein. Also ich kann die jetzt einzeln reinziehen in so ein Meeting. Ja, ich könnte also sagen, das würde hier jetzt keinen Sinn geben. Frau Herrling oder Entschuldigung, Frau Herr Friese kommt zum Beispiel in die Arbeitsgruppe 1, ja, später mal Arbeitsgruppe 2 und der Herrling kommt später mal in irgendwie eine andere Arbeitsgruppe. Ich kann aber auch einfach sagen, komm, verteil die einfach. So, und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Personen in Arbeitsgruppe 1, 8 in Arbeitsgruppe 2 und so weiter. Also hier haben wir überall jetzt die Arbeitsgruppen und wenn ich auf Arbeitsgruppe starten klicke, was ich jetzt gerade nicht mache, wenn ich auf Arbeitsgruppe starten klicke, Sie können das in dem Video sehen auf unserem Wiki, dann ist es so, dass diese Personen hier dann alle in einem neuen Raum sind, nämlich in der Arbeitsgruppe 1. Und die haben alle sofort das Moderatorenrecht. Moderatorenrecht heißt, man kann seine Videokamera anmachen, man kann seinen Ton anmachen, man kann einen Freigabepot öffnen, man kann ein PDF hochladen, man kann gemeinsam zeichnen. Und solche Dinge machen. Ja, die Studierenden kriegen das normalerweise relativ schnell raus. Ich kenne jetzt keine Hochschule, wo die Studierenden darauf extra geschult werden würden, sondern das ist dann eine Sache, wo man vielleicht nochmal einen Link zur Verfügung stellen kann, damit die Studierenden sich das selber anschauen können. Also wenn ich auf Arbeitsgruppe starten gehen würde, würde das geöffnet werden und dann nehme ich mich selber und würde in die Arbeitsgruppe 1 beispielsweise reingehen und würde jetzt sagen, hallo Arbeitsgruppe 1, wie weit sind Sie? Wie viel Zeit brauchen Sie noch? Naja, ich gehe mal zur Arbeitsgruppe 2. Und dann gehe ich zur Arbeitsgruppe 2 und sage dort, ja, Frau Grimm, Sie sind ja der Leiter der Arbeitsgruppe, wie ist denn so der Stand? Und sehen Sie, das ist sehr ähnlich zu dem, was man halt in der Gruppenarbeit so machen kann. Und dann anschließend kann ich vielleicht noch eine Nachricht rumsenden. In 5 Minuten treffen wir uns wieder und dann klickt man auf Arbeitsgruppen beenden und schwuppdiwupps sind alle wieder zusammen. Und dann kann man halt sagen, gut, Sie wollten präsentieren, ich gebe Ihnen jetzt nochmal das Moderatorenrecht, zeigen Sie doch mal die nächsten Stunden, 20, die nächsten 20 Stunden, die nächsten 20 Minuten, was Sie so erarbeitet haben. Okay. Ja, ich denke, damit sind wir jetzt auch wirklich gut durch. Ich würde jetzt noch mal eine abschließende Runde machen, wo ich noch mal Fragen zulasse und ich würde aber die Aufzeichnung jetzt schon mal beenden und anhalten und für alle, die die Aufzeichnung nur schauen, sagen vielen Dank, dass Sie die Aufzeichnung geschaut haben.